Liebe Studentinnen und Studenten der Kinderuniversität, ich darf euch hier begrüßen und ich möchte, dass ihr in dieser Vorlesung, in der es um Spielzeug und um Geheimnisse geht, auch richtig mitarbeitet. Mit einigen habe ich eben schon gesprochen, also nach der Vorlesung könnt ihr auch hier Experimente selbst machen und in der Vorlesung, in dem Vortrag, den ich halte, müsst ihr richtig mitarbeiten und das macht ihr am besten, wenn ich euch eine Frage stelle, indem ihr ganz laut Ja oder Nein sagt. Wir können das gerne mal ausprobieren, ob das auch funktioniert. Seid ihr schon gespannt auf die Vorlesung? Ja! Hat jemand Angst vor den Experimenten? Nein! Sehr gut, dann können wir jetzt beginnen und ich darf euch kurz noch, Herrn Keller habt ihr schon kennengelernt, also Herr Keller hat hier die ganzen Experimente aufgebaut und führt sie auch durch. Ich darf euch aber noch ein paar andere Personen vorstellen. Das ist zum einen die Anne, die hier den Computer bedient und die Hauptfigur erfunden hat, um die es hier geht in der Vorlesung. Und da hinten steht der Halbin und die Violetta noch, die hier in der Vorlesung mitmachen. Die Vorlesung ist ein bisschen anders. Einige von euch haben ja schon Vorträge gehört hier in dieser Kinderuni als die anderen Vorträge, die es hier so gibt, weil die Hauptfiguren in dieser Vorlesung sind eigentlich gar keine Menschen. Sondern die Hauptfigur in dieser Vorlesung, die sehen wir auf dem nächsten Bild, das ist nämlich ein kleiner Computer, der den Namen APUS hat. Und APUS ist eine Abkürzung. APUS ist ein automatischer Professor, der an dieser Universität entwickelt wurde. Und den brauchen wir, weil einige Geheimnisse des Spielzeugs so kompliziert sind, dass sie für einen Menschen viel zu kompliziert sind herauszufinden. Und deshalb brauchen wir diesen kleinen Computer, der uns durch die Vorlesung führt und der auch noch zwei Freunde hat. Ich gehe mal ein bisschen zur Seite, damit ihr die auch richtig gut sehen könnt. Der eine Freund ist nämlich der Frageroboter, der heißt FR, und der andere Freund ist der Rollroboter. Und der hat den Vorteil, dass er in jede noch so kleine Ecke hineinrollen kann. Und wir werden gleich sehen, bei vielen Experimenten muss man wirklich sehr gut rollen können. Das ist also das Team, was uns die Geheimnisse des Spielzeugs erklärt. Und die Anne und die Violetta und der Halbin und Herr Keller und ich sind eigentlich nur die Hilfskräfte von diesen drei Robotern. So, jetzt wollen wir mal sehen, was wir für Experimente hier für euch auf Lager haben. Und ich darf sagen, gleich das erste Experiment wird ein ziemlich gefährliches Experiment, besonders für diejenigen Kinder, die hier vorne in den ersten Reihen sitzen, aber vielleicht auch für diejenigen, die weiter hinten sitzen. Das, worum es geht bei dem Spielzeug, das sind Bewegungen, wenn man sich bewegt, von einem Ort zum anderen vielleicht. Das sind geheimnisvolle Stoffe, die ich auf Lager habe. Das ist geheimnisvolles Licht und das ist geheimnisvoller Strom und geheimnisvolle Elektrizität. Und wir wollen jetzt einmal beginnen mit den geheimnisvollen Bewegungen, die es so gibt. Und das erste wird eine ganz interessante Bewegung sein, die wir jetzt im Experiment demonstrieren. Und jetzt aufgepasst, jetzt könnt ihr mitarbeiten. Wer kennt einen Boomerang? Ganz viele. Okay. Habt ihr Angst vor einem Boomerang? Nein. Sehr gut. Dann würde ich sagen, dann werfen wir jetzt mal einen Boomerang und passen auf, was passiert. Und gefangen. Der Boomerang ist zurückgekommen. Ein perfektes Experiment. Es ist gelungen. So, jetzt macht man aber in einer Vorlesung nicht einfach nur Experimente, sondern man erklärt sie auch. Das ist der Witz bei einer Vorlesung, damit man auch etwas lernt. Warum macht der Boomerang eine so komische Bewegung? Na, da melden sich ganz viele. Warum nämlich? Weil er ganz viele Flügel hat, aber hier ist ein Boomerang, der hat nur zwei Flügel, den seht ihr hier. Und der Boomerang macht eine genau solche Bewegung. Und das liegt daran, weil er sich einmal um sich selbst dreht, das habt ihr bei den Flügeln eben gesehen, wie bei einem Hubschrauber dreht er sich um sich selbst. Und zum anderen fliegt er auch ein Stück weit geradeaus. Und das liegt an der Form der Flügel, die seht ihr hier. Und die Form der Flügel ist so ähnlich wie bei einem Flugzeug, nämlich hier unten ist der Flügel ein bisschen langsamer und oben ein bisschen schneller und deshalb fliegt er in der Luft. Das ist bei einem Flugzeug auch so. Und das andere, was wichtig ist, ihr habt gesehen, der Boomerang fliegt in einem Kreis, damit er wieder zurückkommt. Und das liegt daran, weil er um sich selbst kreist. Und wenn so ein Boomerang fliegt und man macht alles richtig, dann kommt er im Allgemeinen tatsächlich wieder zurück. Aber was passiert, wenn er nicht wieder zurückkommt? Das sehen wir jetzt auf dem nächsten Bild.
da kommt er zurück, dann hat er zwischendurch was getroffen. Und das ist in dem Experiment ganz am Anfang passiert. Da hat der Bumerang etwas getroffen. Und früher wurde ein Bumerang als Jagdwaffe benutzt, da sollte er auch etwas treffen. Das macht man heute nicht mehr, sondern heute ist der Bumerang einfach ein Sport- und Spielgerät. So, weiter geht's. Jetzt kommen wir gleich zum nächsten Experiment. Und das nächste Experiment, das seht ihr hier oben im Bild. Kennt ihr alle eine Sanduhr? Ja! Sehr gut. So, eine Sanduhr sehen wir hier. Die werfen wir jetzt gleich mal an. Wie funktioniert eine solche Sanduhr? Wir drehen sie um und der Sand rieselt von unten, von oben nach unten. Und das dauert eine gewisse Zeit. In der Zeit kann man zum Beispiel ein Ei kochen. Dann weiß man, wie lange das Ei kochen muss. So funktioniert die Sanduhr. So, jetzt haben wir hier eine zweite Sanduhr aufgestellt. Das ist nämlich diese rote Sanduhr. Und jetzt schauen wir uns mal an, was mit dieser Sanduhr passiert. Oh Gott, der Sand rieselt nach oben. Der Sand rieselt nach oben. Wer hat schon mal eine solche Sanduhr gesehen? So viele haben schon mal eine solche gesehen. Ich habe vorher noch nie eine solche Sanduhr gesehen. Der Sand rieselt nach oben, ganz richtig. Hier ist nämlich eine Flüssigkeit drin. Und das sind kleine Plastikkugeln. Und die Plastikkugeln bewegen sich nach oben. Und das liegt am sogenannten Auftrieb. Und der Auftrieb, das war genau das, was den Bumerang am Fliegen hält und was ein Schiff auf dem Wasser hält. Das heißt also, die Kugeln werden nach oben getrieben. Der Apus zeigt das hier mal, eine normale Sanduhr rieselt nach unten und die Sanduhr, die wir eben gesehen haben, was passiert mit der? Die rieselt genau umgekehrt. Ja, den Auftrieb, das ist etwas, was wir gesehen haben, was wir noch weiter brauchen. Wir haben nämlich jetzt ein weiteres ganz verrücktes Spielzeug und dieses verrückte Spielzeug heißt wie die Schnecke. Es ist eine Schneckenkugel. Und die Schnecke, was macht die Schnecke aus? Die Schnecke ist sehr langsam und die Schnecke hat häufig ein Schneckenhaus. Und diese Schneckenkugel ist auch sehr langsam und sie hat auch so etwas wie ein Schneckenhaus. Das wollen wir uns jetzt mal genau ansehen. Wenn wir einen Abhang haben oder wir nennen das eine schiefe Ebene haben, was passiert mit einer normalen Kugel auf einer solchen Ebene? Die Kugel rollt runter. Wer glaubt, dass es auch Kugeln gibt, die nach oben rollen oder die nicht runterrollen? Ihr glaubt, dass es eine Kugel gibt, die bergauf rollt? Das glaube ich aber nicht. Das wollen wir uns jetzt mal genauer in dem Experiment ansehen. Jetzt legen wir mal die Kugel rollt nach unten. Jede normale Kugel rollt nach unten. Jetzt legen wir die Schneckenkugel auf die Ebene und was passiert? Die Schneckenkugel bleibt stehen. Habt ihr dafür eine Erklärung? Die bewegt sich so langsam wie die Schnecke, aber unser Computer Apus wird uns jetzt zeigen, warum das überhaupt so ist. Warum bewegt sich die Schneckenkugel so langsam wie eine Schnecke? Das sieht man hier, weil in der Schneckenkugel eine zweite Kugel ist, die sieht man von außen nicht, die ist darin versteckt und die Kugel schwimmt in einem Öl und dieses Öl ist so ähnlich wie Honig. Das hält die Kugel an derselben Stelle und deshalb will sie einfach nicht rollen. Es klebt die innere Kugel fest. Und deshalb will sie einfach nicht nach unten rollen wie eine normale Kugel. Das ist das Geheimnis der Schneckenkugel. Also wenn ihr auf eine Schneckenkugel trefft, dann könnt ihr annehmen, in der Kugel ist eine andere Kugel drin, die man von außen nicht sieht. Und die hindert die Kugel am Runterrollen. Und wenn man die Schneckenkugel auf einer ebenen Fläche einmal anstößt, das wird Herr Keller jetzt einmal machen, dann macht sie auch etwas ganz Komisches. Sie bewegt sich wie ein Schneckengehäuse in so einer Spirale herum. Und auch das liegt an der Kugel, die im Inneren der Schneckenkugel ist. Die innere Kugel möchte einfach nicht mitrollen und geht ihren eigenen Weg und deshalb muss die Schneckenkugel eine solche komische Bewegung machen. Das hat unser Apus einfach sehr gut schon einmal verstanden. So, jetzt kommen wir zu einem anderen sehr wichtigen Begriff, nämlich zu dem Begriff des Schwerpunktes. Jetzt wollen wir euch mal einen ganz verrückten Vogel zeigen, aus Plastik. Guckt mal, wie komisch der stehen kann, welches Kunststück dieser Vogel machen kann. Der steht auf seinem Schnabel und ich darf euch sagen, das ist kein Magnet, der den Vogel festhält,
sondern der Vogel kann auf seinem Schnabel balancieren. Glaubt ihr, dass ein richtiger lebender Vogel auch so auf seinem Schnabel balancieren kann? Das glaube ich auch nicht. Sondern es muss eine andere Erklärung geben. Und jetzt guckt mal, was unsere Roboter hier schaffen. Die können alle übereinander eine Pyramide bilden. Und im Zirkus machen das zum Beispiel Artisten. Und das funktioniert, weil solche Artisten oder auch unsere Roboter auf die Schwerpunkte achten. Die Schwerpunkte sind Punkte, die man gar nicht sehen kann, die man sich aber vorstellen kann. Sie sind hier einmal durch solche weißen Punkte eingezeichnet. Und wenn alle Schwerpunkte bei einem solchen Kunststück auf einer Linie liegen, dann kann man stabil stehen. Nur der Apus hier unten, der muss ziemlich viel Gewicht tragen, deshalb ächzt er hier so ein bisschen. Aber die Roboter können dieses Kunststück machen wie richtige Artisten, weil alle Schwerpunkte auf einer Linie sind. Und jetzt können wir auch verstehen, warum der Vogel ein solches Kunststück machen kann. Sein Schwerpunkt ist genau im Schnabel. Und wenn ich den Schwerpunkt unterstütze, dann kann der Vogel ein Kunststück machen. Und bei einem richtigen lebenden Vogel ist das eben nicht der Fall. Da ist der Schwerpunkt woanders und der würde umfallen, wenn er ein solches Kunststück machen würde. So, der Schwerpunkt wird uns noch woanders begegnen. Ich habe eben schon mal gefragt, könnt ihr euch vorstellen, dass es einen Gegenstand gibt, der ganz von allein ohne Motor bergauf läuft? Ja, also ich kann mir das nicht vorstellen. Wenn ich mit dem Fahrrad bergauf fahre, dann ist das anstrengend. Und wenn ich bergauf laufe, ist das auch anstrengend. Und eine Kugel, die keinen Motor hat, die kann eigentlich auch nicht bergauf laufen. Die möchte immer bergab laufen, die möchte runterrollen. Wir haben aber hier ein magisches Spielzeug, das kann tatsächlich bergauf laufen. Zuerst mal haben wir hier einen Stift oder ein Rohr, das läuft natürlich den Berg runter. Das läuft diese beiden Leisten runter. Sieht man deutlich. Das ist genau das, was eigentlich jeder von uns erwarten würde. Findet ihr das überraschend? Nein, ich finde es auch nicht überraschend. Aber jetzt kommen wir zu dem Spielzeug. Jetzt legen wir das Spielzeug mal hin und das Spielzeug läuft bergauf. Und das Spielzeug hat keinen Motor. Keinen Motor. Glaubt ihr, dass der Kegel, so nennt man das, einen Motor hat? Nein! Ich glaube es auch nicht. Also, ich darf sagen, nach dem Vortrag könnt ihr alle mal hier hochkommen und euch angucken, ob der Kegel wirklich bergauf läuft. Und ihr werdet sehen, er läuft tatsächlich bergauf. Das ist wirklich ein geheimnisvolles Spielzeug. Aber dieses geheimnisvolle Spielzeug haben unsere Roboter mit ihrer Intelligenz auch aufgeklärt. Der Kegel sieht nämlich von allein von der Seite so aus und wenn er nach oben läuft, dann geht er immer weiter runter in Wirklichkeit. Der Schwerpunkt geht immer weiter nach unten und deshalb kann er bergauf laufen. Es ist also nur eine Täuschung, dass der Kegel bergauf läuft. Es ist so etwas wie eine optische Täuschung, weil der Schwerpunkt, auf den es ankommt, der geht eigentlich immer weiter nach unten. Der Kegel selber geht nach oben, aber das Gewicht, der Schwerpunkt geht immer weiter nach unten. Ein tolles Spielzeug, wie ich finde, und das Spielzeug ist schon weit älter als 100 Jahre. Es ist eigentlich nur ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber es ist ein wirklich tolles Spielzeug. So, seid ihr bereit für das nächste Experiment? Ja! Sehr gut. Das nächste Experiment ist ein wirklich, wirklich verrücktes Experiment. Es geht um Steine und Hölzer. Das hört sich erstmal gar nicht spannend an. Aber es geht genauer gesagt um Wackelsteine und Wackelhölzer. Wenn ich einen normalen Kieselstein finde, zum Beispiel an einem Bach oder einem Fluss, und ich drehe den rechts herum, dann dreht er sich rechts herum. Und wenn ich ihn links herum drehe, dann dreht er sich links herum. Können wir das mal demonstrieren mit dem normalen Stein? Nehmen wir mal einen Kegel, der dreht sich rechts herum, so wie die Uhr sich dreht, und er kann sich auch anders herum drehen. Er dreht sich links herum. Jetzt kommen wir aber zu unserem Wackelstein. Der Wackelstein ist wirklich geheimnisvoll. Der kann sich nämlich nur in eine Richtung drehen. In die andere Richtung will er sich einfach nicht drehen. Also drehen wir mal den Wackelstein. Das ist ein Wackelstein. Der dreht sich perfekt, wie sich die Uhr dreht. Im Uhrzeigersinn. Und jetzt drehen wir ihn, jetzt passt mal alle auf, jetzt drehen wir ihn mal in die andere Richtung. Der fängt an zu wackeln und dreht sich um. Das ist wirklich etwas Verrücktes.
Und ihr könnt zu Hause alle mal versuchen, Steine zu sammeln, ob ihr einen solchen Stein, der sich nur in eine Richtung dreht, wirklich findet. Mit ein bisschen Glück könnt ihr einen Wackelstein finden, der anfängt zu wackeln. Und hier zeigen unsere beiden Roboter mal, wie der Wackelstein wackelt. Wenn man ihn falsch herumdreht, wackelt er wirklich genau so. Und das Geheimnis dieser Wackelsteine, die schon seit vielen, vielen Jahren bekannt sind, das können wir auf dem nächsten Bild sehen. In dem Wackelstein sind, ohne dass man es von außen sehen kann, solche Gewichte drin, hier. Das gibt es auch in natürlichen Steinen, dass da Gewichte drin sind. Und diese Gewichte sorgen dafür, dass sich der Wackelstein gern in diese Richtung dreht, aber nicht gern in diese Richtung dreht. Er dreht sich tatsächlich nur in eine Richtung. Und wenn man aus Versehen die falsche Richtung wählt, dann fängt der Wackelstein an zu wackeln und zeigt einem damit, ich will mich nicht in diese Richtung drehen. Dreh mich bitte in die andere Richtung. Das ist das Interessante bei solchen Wackelsteinen. Also ihr müsst zugeben, ein wirklich sehr interessantes Spielzeug. Schaut mal, ob ihr zu Hause einen Wackelstein findet, den man nur in eine Richtung drehen kann. So, jetzt kommen wir zu etwas anderem, nämlich das waren alles Bewegungen, verrückte Bewegungen. Wackelsteine, Boomerangs, bergauflaufende Kegel, nicht laufende Kugeln, alles verrückte Bewegungen. Und jetzt komme ich zu etwas anderem, nämlich zu ganz verrückten und geheimnisvollen Stoffen. Ist die Luft ein Stoff? Selbstverständlich, ich kann die Luft nur nicht sehen, aber sie ist ein Stoff. Ich kann sie nämlich atmen, ich muss sie sogar atmen. Wir können alle mal versuchen, die Luft anzuhalten. Das geht nicht so lang. Alle mal die Luft anhalten. Und jetzt wieder atmen. Also das geht nicht so lang, aber die Luft ist ein Stoff und beim Atmen sauge ich die Luft ein. Und jetzt stelle ich euch mal eine schwierige Frage. Glaubt ihr, dass Luft brennen kann? Ohne ein Feuerzeug? Ohne Kerze? Ihr habt recht, die Luft selbst kann tatsächlich entflammt werden und brennen. Und das wollen wir jetzt im nächsten Experiment mal zeigen mit einem Druckluftfeuerzeug. Das funktioniert wie eine Luftpumpe. Jetzt müsst ihr ganz genau hingucken, das Experiment können wir nur einmal durchführen. Guckt ganz genau hin, ob ihr etwas seht, wenn Herr Keller auf das Feuerzeug haut. Achtung! Achtung! Mal ganz ruhig sein, vielleicht hört man ja etwas. Funktioniert noch nicht. Dann würde ich sagen, Herr Keller, machen wir das Experiment einfach nachher nochmal, wenn alle Kinder hier oben hochkommen. Dann versuchen wir es. Wir geben da keine Ruhe, das Experiment machen wir dann nochmal. Dafür, dass es aber jetzt nicht funktioniert hat, und das ist bei vielen Experimenten so, dass sie schwierig sind, geheimnisvoll sind und dass sie nicht funktionieren, mache ich jetzt ein anderes Experiment mit Feuer. Ein wirklich gefährliches Experiment. Ein wirklich gefährliches Experiment. Es geht um Töne. Ihr hört mich dadurch, dass ich spreche und meine Stimme an eure Ohren dringt. Ihr hört mich auch deshalb, weil ich über ein Mikrofon spreche und meine Stimme aus den Lautsprechern kommt. Aber die Frage ist, kann man Töne eigentlich sehen? Ich frage nochmal, sagt es mir mal ganz laut, kann man Töne eigentlich sehen? Töne kann man sehen? Nein. Ich werde euch jetzt zeigen, wie man Töne mit Feuer sichtbar machen kann. Hier ist unser Feuer. Das ist ein Rohr, was ganz viele Flammen hat. Wir zeigen es gleich auch nochmal über die Kamera. Ja. Damit es alle sehen können, bilden wir es jetzt gleich hier ab. Ihr hier vorne könnt es ja auch so sehen, aber da hinten kann man es nicht so sehen. Und deshalb nehmen wir jetzt eine Kamera und nehmen dieses Feuer einmal auf. Also ich kann euch sagen, das Experiment ist wirklich gefährlich, weil das verdammt heiß wird hier. Und
natürlich diese Flammen auch größer werden können. Also wir müssen hier sehr vorsichtig sein, dass das Experiment auch tatsächlich klappt. Genau, es sind Gaskartuschen, also ich kann es euch mal in der Zwischenzeit erklären. Aha, hier sehen wir es. Also hier wird ein Gas eingeleitet, das Gas wird angezündet und jetzt schauen wir uns mal an, was passiert, wenn ich einen Ton erzeuge. Wir sehen, die Flammen sind alle so ungefähr gleich hoch und jetzt erzeugen wir mal einen Ton. Und was seht ihr? Ihr seht den Ton. Die Flammen sind hoch und sind niedrig. Sie sind wellenförmig. Also die Flammen zeigen tatsächlich den Ton an. Und das liegt daran, dass ein Ton die Luft zusammenquetscht und auseinanderquetscht, zusammenquetscht, auseinanderquetscht. Und das sieht man hier an diesen Flammen. Das heißt, der Ton wird mit diesem Flammenrohr sehr deutlich sichtbar. Und natürlich können unsere Roboter diese Erklärung auch abgeben. Die haben nämlich das Flammenrohr hier noch einmal gezeichnet. Hier sieht man es, das ist das Flammenrohr ohne Ton. Und wenn man einen Ton erzeugt im Flammenrohr, dann sieht man hier diese Schallwelle. Und wenn ich spreche, dann sieht die Welle ganz genauso aus. Und diese Schallwelle, die hört ihr mit euren Ohren, die wir hier mit Feuer sichtbar gemacht haben. Also man kann sagen, Luft ist ein wirklich sehr interessanter Stoff, der im Grunde genommen auch geeignet ist, um Töne sichtbar zu machen. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Experiment und da müsst ihr einmal ganz genau aufpassen. Dieses Experiment, das ist eigentlich ganz und gar unglaublich. Das Experiment zeigen wir euch jetzt hier mal auf dem Kamerabild. Wir haben nämlich eine verdammt durstige Ente. Die Ente ist aus Glas und trinkt ganz von allein. So, und jetzt beobachtet mal ganz genau die Ente, was die macht. Sie wippt hin und her, die Ente. Und jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn man sie ein bisschen beobachtet. Sie wippt hin und her und wippt hin und her. Und was passiert? Sie wippt immer stärker, sie wippt immer stärker. Was passiert jetzt mit der Ente? Achtung, aufpassen. Jetzt trinkt sie einen Schluck. Jetzt fängt sie wieder an zu wippen und wenn ihr sie länger beobachtet, dann trinkt sie gleich wieder einen Schluck und das geht stundenlang so weiter. Also dieses Experiment dauert viele, viele Stunden. Habt ihr so viele Stunden Zeit? Tatsächlich. Aber dann sind wir morgen früh noch zum Frühstück hier, wenn wir die Ente beobachten. Jetzt seht ihr sie und sie trinkt wieder. So, das ist wirklich ein lustiges Experiment. Die Frage ist, wie kommt das? So, ich will euch mal erklären, wieso die Ente so durstig ist. Die Ente hat in ihrem Inneren eine Flüssigkeit. Und diese Flüssigkeit ist auch ein Stoff. Die Flüssigkeit kann nämlich durch die Wärme hier in dem Raum verdampfen. Hier verdampft die Flüssigkeit und bildet einen Dampf, genauso wie es Wasserdampf gibt. Und der Dampf sammelt sich hier vorn an. So, dann tauchen wir die Ente ins Wasser. Beim ersten Mal muss man sie von der Hand ins Wasser tauchen. Dadurch kühlt hier vorne der Dampf wieder ab. Es bildet sich hier vorne wieder Flüssigkeit. Da ist die Flüssigkeit zu sehen. Die Flüssigkeit läuft wieder zurück. Dadurch ändert sich das Gewicht von der Ente und sie kippt wieder zurück. Dann verdampft wieder etwas Alkohol. Die Ente kippt wieder nach vorn. Und ja, das Ganze ist ein Alkohol, der schön farbig ist und deshalb sieht man das auch hier. Aber man könnte auch eine andere Flüssigkeit nehmen. Also die Ente trinkt in Wirklichkeit gar nicht, sondern die Eigenschaft von dem Stoff ist, er verdampft immer wieder und wird immer wieder flüssig. Und dadurch wippt die Ente so hin und her. Das ist wirklich ein interessanter Versuch. So, jetzt möchte ich euch das zeigen, was ich einigen eben schon mal kurz gezeigt habe. Man kann nämlich in einer einfachen Mineralwasserflasche, und den Versuch kann jeder zu Hause nachmachen, einen Wirbelsturm erzeugen. Einen echten Wirbelsturm,
wie ihr ihn vielleicht aus dem Wetterbericht kennt oder aus der Wettervorhersage kennt oder schon mal gehört hat, dass es solche Wirbelstürme gibt. Wir werden jetzt, seid mal ein bisschen ruhig, wir werden jetzt in dieser Flasche einen echten Wirbelsturm erzeugen. Also, fangen wir an. Guckt euch mal an, was hier mit dieser Flüssigkeit passiert. Da. Hier ist die Windhose, hier ist der Wirbelsturm. Ein echter Wirbelsturm hier, der genauso aussieht wie der Wirbelsturm im Wetterbericht manchmal. Genau, ein Hurricane ist der richtige Name dafür. Wir erzeugen hier einen Tornado oder Hurricane oder einen Wirbelsturm in der Mineralwasserflasche. Woher kommt das? Auch dieses Spielzeug, was man leicht zu Hause nachbauen kann, das kann man erklären, nämlich, wenn die Flüssigkeit von oben nach unten läuft, ja, drehen wir mal um, weiter, die Flüssigkeit von oben nach unten läuft, dann muss gleichzeitig die Luft von unten nach oben laufen. Und dadurch bildet sich hier an dieser Stelle ein solcher Wirbelsturm in der Mineralwasserflasche. Und das ist gar nicht so kompliziert. Ihr könnt nämlich den Wirbelsturm auch beobachten beim Abfluss in der Badewanne, wenn das Wasser so herausläuft. Auch das ist ein kleiner Wirbelsturm, den man erzeugen kann. Aber hier sieht es natürlich viel besser aus, der Wirbelsturm. So, jetzt möchte ich zu einem ganz anderen Gebiet kommen. Ihr seht schon, was unsere Roboter hier vorschlagen. Ich bin ja nur der Gehilfe dieser Roboter. Sie wollen uns nämlich jetzt ganz merkwürdiges Licht zeigen. Und das erste Licht, was ich euch zeigen will, das hat etwas zu tun mit einem Vulkanausbruch. Wer kennt einen Vulkanausbruch? Kennt ihr alle einen Vulkanausbruch? Bei einem Vulkanausbruch, da kommt etwas Heißes aus dem Vulkan, nämlich die Lava. Wer kennt Lava? Alle. Okay, alle. Hier haben wir unseren Vulkanausbruch und da kommt Lava heraus. Und ich will euch jetzt zeigen, dass es auch Lampen gibt, in denen ein Vulkanausbruch stattfindet. Nämlich Lavalampen. Hier haben wir eine Lavalampe und das ist unser Vulkanausbruch. Hier steigt die Lava hoch. Achtet mal darauf, was passiert mit dieser Lava. Achtung! Was passiert mit der Lava? Sie wird größer. Sie wird größer, wie bei einem Vulkanausbruch. Beobachtet mal ein bisschen die Lava. Jetzt wird sie wieder kleiner. Aber wir wollen gleich mal sehen, was passiert mit dieser Lava, wenn wir sie länger beobachten. Oh, was passiert denn jetzt? Sie teilt sich und geht nach oben. Und jetzt will ich euch erklären, wie das funktioniert. Das ist natürlich in Wirklichkeit keine Lava. In unserer Lampe ist eine Flüssigkeit. Unsere Roboter erklären uns das, eine Flüssigkeit. Und hier unten ist eine Birne drin, die ist hier durch die Kerze gezeichnet. Und wann immer hier ein Wachs warm wird, steigt es nach oben. Warme Stoffe steigen nach oben, kalte Stoffe sinken nach unten. Der Stoff geht nach oben, kühlt sich ab und geht wieder nach unten. Und das Ganze sieht aus wie ein Vulkanausbruch. So, jetzt kommen wir zu einer Lampe, zu Licht, das wirklich sehr geheimnisvoll ist. Ich wette, so etwas Geheimnisvolles habt ihr noch nie gesehen. Haben alle schon mal ein Laserschwert gesehen? Okay, Star Wars. Jetzt werden wir mal sehen, ob wir hier ein leuchtendes Laserschwert zustande bringen. Also, dunkel ist es. Jetzt wollen wir mal gucken, ob das ein leuchtendes Laserschwert ist hier. Achtung! Aufpassen. Und? Oh, das ist ja tatsächlich ein Laserschwert, was man durch Berühren einschalten kann. Ein Laserschwert nur durch Berühren. Das Schwert ist nicht mit einem Kabel verbunden. Es ist nur durch Berühren, fängt dieses Schwert an zu leuchten. Das ist ja interessant.
Wer möchte gern ein solches Laserschwert haben? Alle. Okay, aber dann sollten wir vorher mal wissen, wie dieses Laserschwert funktioniert. Also unser Laserschwert ist eine ganz normale Leuchtstoffröhre, wie ihr sie wahrscheinlich aus der Schule kennt, in der Beleuchtung oder vielleicht von zu Hause oder aus diesem Raum hier. An der Decke haben wir solche Leuchtstoffröhren. Und die Leuchtstoffröhre von Herrn Keller leuchtet, ohne dass sie in einer Lampe ist. Sie leuchtet einfach in der Luft. Und die Frage ist, wie kann man sich das vorstellen? Und dazu ziehen wir jetzt mal dieses schwarze Tuch da rechts weg und schauen uns an, was sich da drunter befindet. Oh, darunter befindet sich etwas noch viel Merkwürdigeres. Das sehen wir hier oben in dem Bild. Etwas noch viel Merkwürdigeres. Ich sage euch, wie diese Lampe heißt und wie sie funktioniert. Die Lampe erzeugt innen drin jede Menge Blitze und man nennt sie eine Plasmakugel. Eine Plasmakugel, ein wirklich etwas seltsames Wort, aber die Lampe ist ja auch sehr seltsam. Eine Plasmakugel und in der Plasmakugel hat man jede Menge Blitze und wenn man sie anfasst, dann passiert etwas noch Merkwürdigeres. Dann ist genau dort, wo der Finger ist, ein großer Blitz. Das ist die Plasmakugel. Und ich will euch jetzt erklären, wie eine solche Plasmakugel, die wirklich merkwürdig und geheimnisvoll aussieht, funktioniert. Und ihr seht, auch unsere Roboterfreunde hier leuchten wie ein Plasma. Hier ist die Plasmakugel zu sehen. Wie funktioniert die Plasmakugel? In der Plasmakugel sind Gasteilchen drin, kleine Gasteilchen drin. Und durch die Elektrizität in dieser Plasmakugel sind die elektrisch geladen. Es gibt Plusladungen und es gibt Minusladungen. Und wenn wir Plus- und Minusladungen haben in der Plasmakugel, ein Bild weiter, bitte. Hier sind die Plusladungen und hier sind die Minusladungen, dann entsteht Licht. Also aus Plusladungen und Minusladungen entsteht Licht und entstehen Blitze. Das sehen wir gleich noch genauer. Und so fängt die Plasmakugel jetzt an zu leuchten. Aber ihr könnt euch die Plasmakugel nachher mal von nahem ansehen und ihr dürft sie auch alle mal mit dem Finger anfassen. Was dann passiert, das sieht man auf dem nächsten Bild. Wenn man die Plasmakugel anfasst, dann fließt der Strom über euch in den Boden. Aber zum Glück merkt man das nicht. Es ist kein besonders starker Strom. Das heißt, der Strom fließt hier durch die Plasmakugel über unseren Roboter in den Boden. Und das könnt ihr nachher mal ausprobieren, wenn ihr wollt. Sehr gern. So, jetzt wird es immer gefährlicher und jetzt müsst ihr leise sein, weil es jetzt richtig gefährlich wird. Ich komme jetzt, nachdem wir auch das Licht behandelt haben, komme ich zur Elektrizität. Und die Elektrizität wird richtig gefährlich. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal mit dem Gefährlichsten an, was man sich unter Elektrizität überhaupt vorstellen kann, nämlich mit echten Blitzen. Wir sehen hier in der Elektrizität, können wir noch mal kurz zurückgehen, in der Elektrizität, ich hatte eben schon gesagt, gibt es Plusladungen und es gibt Minusladungen. Und die Plus- und Minusladungen, die ziehen sich gegenseitig an und Plusladungen stoßen sich gegenseitig ab. So, jetzt kann man Elektrizität dazu benutzen, dass ein Strom fließt. Wer weiß, was man mit einem Strom machen kann? Eigentlich alle, oder? Mit einem elektrischen Strom kann man zum Beispiel eine Lampe betreiben oder man kann eine Spielzeugeisenbahn betreiben oder man kann einen Kühlschrank betreiben. Also mit elektrischem Strom kann man ganz viel machen und elektrischer Strom kann auch gefährlich sein und deshalb fasst man auch nicht in die Steckdose, weil der elektrische Strom dann sehr gefährlich ist. Und unser Versuch, den wir hier gleich machen, ist auch sehr gefährlich, weil er eben mit elektrischem Strom stattfindet. Wir wollen nämlich Blitze erzeugen. Und das macht man, indem man ganz viele Plusladungen und ganz viele Minusladungen sammelt. Und es gibt eine Maschine, die kann das machen. Die haben wir hier dargestellt. Aber vielleicht sollten wir erstmal den Blitz vorführen, würde ich sagen. Und dann können wir erklären, wie er funktioniert. Jetzt müssen wir es ganz dunkel machen. Seid mal ganz leise, dann könnt ihr den Blitz sogar hören. Achtung, wir erzeugen jetzt mal ganz viele Plusladungen und Minusladungen. Da sind die Blitze. Seht ihr die Blitze?
Das sind richtig gefährliche Blitze und da darf man nicht mit der Hand in die Nähe kommen von diesen Blitzen. Natürlich erzeugen wir hier nicht so große Blitze wie ein Gewitter, aber die Gewitterblitze sind ganz genau dasselbe wie diese Blitze. Sie sind nur größer, weil das Gewitter noch mehr positive und negative Ladungen sammelt. Also man sieht, das sind richtig gefährliche Blitze, die wir dort schon erzeugen. Und jetzt zeigen uns unsere Roboter einmal, wie das funktioniert mit den Blitzen. Also wir sammeln Plusladungen und Minusladungen und trennen sie. Hier kommen die Plusladungen hin und hier kommen die Minusladungen. Das macht diese Maschine hier. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Wir sammeln immer noch Plusladungen, wir sammeln immer noch Minusladungen. Und jetzt sehen wir, was passiert. Der Apus hält die beiden Ladungen noch auseinander, bis es immer mehr werden, immer mehr Ladungen. Und dann entsteht ein Blitz und er kann die Ladungen nicht mehr auseinanderhalten. Und die Plusladungen und die Minusladungen laufen zusammen und vereinigen sich. So kommt der Blitz zustande. Und das kann man immer wiederholen und dort Blitze erzeugen. So, das zeigt also, dass tatsächlich, und diese Spielzeugmaschine zeigt, man kann Blitze erzeugen und elektrische Ladungen bestehen aus Plusladungen und Minusladungen und wenn die zusammenkommen, dann kann es einen Blitz geben. So, jetzt kommen wir auch schon zum letzten Experiment und das ist mit Abstand das gefährlichste Experiment überhaupt. Das allergefährlichste Experiment. Und wir können, seid mal ganz leise, das Experiment ist wirklich gefährlich. Wir können uns freuen, dass die Violetta, die da hinten steht, so mutig ist und dieses Experiment durchführt. Wir wollen nämlich jetzt Elektrizität in einen Menschen bringen, nämlich in die Violetta bringen. Und das müssen wir ganz vorsichtig machen. Und wir schauen uns dann mal an, was mit dieser Elektrizität passiert. So, jetzt sieht man sie schon hier auf dem Bild und wir schauen uns jetzt mal an, was mit ihr passiert, wenn wir die Elektrizität in ihren Körper bringen. Achtung, das Experiment ist wirklich sehr gefährlich. Achtet mal auf ihre Haare. Was passiert mit ihren Haaren? Ein Struwwelpeter, wie ein Struwwelpeter, ja? Die Haare gehen hoch. Durch die Elektrizität gehen die Haare hoch. Und wir können vielleicht noch mal ein bisschen nachhelfen und etwas festhalten. Sehr gut, wollen wir das noch mal festhalten gleich? Es ist wirklich ein gefährliches Experiment. Sie darf da jetzt nicht runtersteigen. Also wir müssen wirklich aufpassen, dass nichts passiert. So, und jetzt zeigen wir euch nochmal, dass nicht nur die Haare hochgehen. Jetzt achtet mal auf das Papier, auf dem Bild. Das Papier geht durch die Elektrizität auch hoch. Das heißt, Elektrizität kann nicht nur Blitze erzeugen, sondern Elektrizität kann auch Haare zu Berge stehen lassen. Aber das ist ein Experiment, das eigentlich nur für Erwachsene geeignet ist, weil es wirklich sehr gefährlich ist. Denn ihr wisst, in die Steckdose darf man nicht fassen und man darf auch das Gerät dort nicht so ohne weiteres anfassen. Man sieht aber, wenn man alles richtig macht, dann kann man die Elektrizität durch das Gerät sichtbar machen. Und unsere Roboter erklären jetzt mal kurz, wie das funktioniert. Hier sieht man also diese Maschine, die wieder ganz viele Plusladungen und Minusladungen erzeugt. Und wenn man an diese Maschine fasst, dann sieht man, dass die Haare hier zu Berge stehen. Und das liegt daran, weil man die Elektrizität dann im Körper hat. Die ganzen Plus- und Minusladungen stoßen sich ab und deshalb stehen die Haare hier zu Berge. Das ist die Erklärung für das Experiment. So, jetzt haben wir Bewegungen kennengelernt, wir haben Stoffe kennengelernt, wir haben Licht kennengelernt und Elektrizität kennengelernt. Hat euch die Vorlesung gefallen? Ja! Wollt ihr noch mal wiederkommen? Ja!
Sehr gern.